So, Chat, ich mache jetzt aber keinen Stereschein-Papier hier. Könnt ihr gerne im Chat weitermachen. Ich mache jetzt das, was die Menschheit wirklich weiterbringt, und zwar den falschen Bildschirm einblenden, genau. Chat, Marco, Wette, Randa, schaffe ich Stack, schaffe ich es nicht? Ich vermute mal, ich schaffe es mit Bravour in Runde 1. Let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Genau, ich spiele jetzt Eisendrache-Stack. Das ist auch Eisendrache eigentlich. Oha, sort of. Den Strom erstmal anmachen und dann wissen wir, wo der Strom ist, du, nicht? So, Matrosen, kommt mal alle ran hier. Ich mach mal hier. Oh, wir können gleich Deadship machen. Wir machen Deadship, aber komplett mit norddeutschen, so gleichen Plattakzent, du. Wie wär's denn damit, mein Junge, du? Aber wir machen eine Challenge. Leute, ich habe direkt neuen Content. Ich düse an die Ostsee und den mache ich einfach. Ich spiele Deadship auf einem Schiff. Dann kommt so, I'm on a boat. I'm on a boat. Take a good hard look at the motherfucking boat. I'm on a boat. I'm on a boat. Und so weiter und so fort. Dann machen wir wirklich so Challenges auf dem Boot. Zocken wir COD. Ich möchte euch nicht zu viel verraten, aber ich sag euch, Cold War, hier Marketing-PR-Planung, U-Boote, ne? Cold War passt doch gut vom Thema zu U-Booten. Wärt ihr dafür, ja oder nein? Ich möchte nur kurz eine Info haben, weil es im U-Boot ging, vorab, bevor das Spiel rauskam einmal, in geheimen Treffen mit den Entwicklern Kappa. Ich dachte, ihr müsst U-Boote machen. Da meinten die, yes, wird gut passen, aber du bist niemand von Activision, also hören wir nicht auf dich. Aber U-Boote, Leute, U-Boote, einfach mit dem U-Boot. Du nimmst 5 Creator, holst dir Monte ran. Wer ist denn noch? Haptic von mir aus. Irgendwie so Leute, Trimax. Und dann U-Boote, Jungs, U-Boote, einfach ein Call of Duty-Turnier im U-Boot, während ihr quasi durch die Weltmeere cruist. Das hätte doch was, so. Easy? Easy. Monte hätte eh keinen Bock. Hallo, im U-Boot? U-Boot, ein Call of Duty-Turnier? Für Geld? Es geht um Geld, Leute. Release Times ist immer dick fett Cash. Was ist das Ziel der Karte? Das Endgame abzuschließen. Tobbe, was geht? Was geht? Was ist das hier? 2000. Wir müssen gleich gucken, wo wir hier einen Strom finden auf der Karte, du. Zieh hier Strom. Einer von euch. Irgendwo Strom gesehen. Oh, ich fühle mich so richtig befreit nach dem Klogang. Klingt ein bisschen komisch, aber jetzt seht ihr, wie entlastet ich bin. Deutlich entspannter jetzt hier in die Runde. So, an sich passt es hier noch ganz gut vom Platz und so. Wenn man 360 macht. Na? Ja, noch nicht alle. Oh mein Gott. Ich hoffe, du verlierst die Map. Hallo? Hallo? Aber nur mit Quinn verliert. Aber ich, trotzdem muss ich denn scheitern. Du willst, dass ich scheitere, nur damit andere scheitern? Oha, Bruder, das hätte ich nicht von dir erwartet, ja. Ich dachte, wir sind Bros. Mann, Alter. Ach, das ist schon nächste Runde. Ein bisschen auf die Munition achten, die Runde. Und ein bisschen darauf achten, dass ich hier mal, genau, eine weitere Waffe finde. Nicht nur das, dass ich auch Strom so langsam abfinde. Max Ammo, nice. Ich komme nicht hoch.
Ah, komm, wir messen ein bisschen. Bart und Munition bringt uns gut Punkte. Ein bisschen Trickshots kann man natürlich auch nochmal raushauen. Buffy auf, nein. Böse, böse. So, wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier mit Strom, du? Was ist schon wieder die nächste Runde angefangen? Mac 10. Geil, dass es hier keine richtigen Wandwaffen gibt, sondern halt einfach sozusagen die auf den Tischen da liegen. Checken wir hier das schnell ab. Es wäre halt super wichtig, wenn wir einfach Strom finden würden. Irgendwas Geheimes vielleicht gefunden. Oh, requires power. Aber es ist krass groß hier, du. Die andere Map war halt wirklich nur der Originalbereich. Hier ist halt richtig drumherum was gebaut worden. Wie zum Beispiel keine Übersicht zu haben, wo halt der Strom ist. So. Hä? Wo ist denn der Strom hin, Mann? Ich bin leicht überfragt auf dieser Karte, um ehrlich zu sein. Die Map geht, die Runde geht durch. Können wir auch nicht rein. 4000 Punkte. Ah, guck mal, hier ist ein Stromsymbol. Das wird, glaube ich, heißen, dass da Strom ist, nicht? Stromsymbol. Könnte vielleicht das bedeuten. So, ich brauche jetzt aber ein paar Gegner. Ne, Maps sind echt nice aus, ja. Ich hätte auch gedacht, dass das Stack-Anfangsbereich nur so, ja, wäre jetzt okay gewesen. Aber wenn hier so viel drumherum gebaut ist, das ist nice. Ich brauche halt nur ein paar Zombies. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Oh! Hä, wo sind die denn? Hallo? So, die Quote hat mich angelockt. Ja gut, dann kann ich das nochmal verstehen. Wisst ihr, halt immer dieses bisschen Geld drin haben, bisschen Coins drin haben für mögliche Moonshots. Schon gesagt, hier Investment-Tipps und so, vielleicht eine Verhundertfachung seiner Punkte. Wer weiß, wer weiß. Oh, ja moin, es regnet auf einmal Hunde. Kranke Animation, wie der runtergekommen ist. Hä? Was sind die denn hier drüben vor allen Dingen? Hondi, hallo. Vielleicht nehme ich doch noch mal irgendeine Waffe mit einfach. Geht's auch nicht durch. Ist hier die AKU. Die kann ich leider nicht mitnehmen. LMG wäre cooler. Nee, irgendwie, du, ne? Weißer, hier sind nicht so gute Waffen. AKU will ich jetzt nicht unbedingt haben. Will ich halt mein Glück eigentlich noch mit der Kiste lieber versuchen. Achtmal schon Internet heute weg. Wo bist du? Vodafone? Was ist da los? Klingt für mich hart wie Vodafone. Oh mein Gott. Eine Shooting Range ist hier. Oh. Nix da, du. Nochmal darf das hier nicht zu brenzlig werden. So, mit stellen wir kurz hier. Solange die Dev-Maschine aktiv ist, können wir die noch ausnutzen. Dann holen wir uns schön entspannt die Nuke.
Und dann haut das hier schon hin. Alles entspannt. Wir haben genug Punkte für die Tür. Wir haben genug Punkte, um... Keine Ahnung, was uns dahinter erwartet. Vielleicht... eine Kiste oder sowas. Noch eine Waffe oder sowas. So, Nuke ist Dings. Dash Machine ist so gut wie rum. Hier haben wir Strom schon mal. Sehr schön. Schauen, was hier noch so ist. Hier liegt eine Death Machine drin. Vielleicht können wir uns die ja besorgen. Hier irgendwelche Teile. Nope. Nicht hier irgendwie Easter Egg oder sowas. Oh, ein Messer liegt hier. Ich höre Packer Punch, glaube ich. Ah! Guck mal einer an. Was haben wir denn hier alles Schönes, du? Ach, schon nächste Runde sogar. Dann schnappen wir uns mal schnell Jugger einfach. Dann haben wir schon mal das gesichert, weil die Sniper passt erst nochmal. Wenn wir wieder im Anfangsbereich sind, hier jetzt auf entspannt, können wir die ein bisschen trainen, so wie es aussieht. Können wir gleich schön an die Kiste rangehen, dann haben wir erstmal Waffen. Dann haben wir erstmal wieder vernünftige Waffen. Ammo am Start. Nice. G3. Die will ich nicht. Die will ich eigentlich nicht haben. Die geht's auch nicht durch. So. Ach, ist schon nächste Runde. Richtiges MW-Setup gerade. G3 und M21. Im originalen COD4. Ach, hier, moin, hier ist sogar ein dickes, fettes Stromsymbol dran. Ich gehe einfach komplett rum um die gesamte Karte. Ach, guck mal, die ist nicht so stark. Not so very nice. Ja, that's not so very nice. Wir hätten gerne eine Weapon that makes mehr Bumm. Und stärkere Bumm. Und vollautomatisch Bumm. Also Bumm, 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 Bumm und nicht Bumm. Bumm, Bumm. Das war gleich die beste Erklärung. Von der hat ja auch kaum Munition dabei gehabt. Was ist eine Ranzwaffe? Jetzt ist ja die hier echt schon besser. Eine Milliarde Mal besser. So, aber es wird der letzte sein schon. Oder auch nicht. Nanu, nanu. Sniper Action, Doppel Sniper Action. Ich glaube, ich nehme aber... Ja, das ist nächste Runde. Ich mach mal lieber so. Yes, ich würde ich auch sagen, genau. Absolut deiner Meinung. Ha! Barrett Action hier. Brauchen wir gleich Speed Cola. Haben wir irgendwo Speed Cola unterwegs schon gehabt? Ich seid richtig präzise aus der Hüfte noch dazu. Holy moly. Trickshots incoming. Da, Speed Cola, vielen Dank, Chat. Hier noch fürs Thumbnail, ganz praktisch hier, Stack und so. Pausen auf dich gesetzt, pass auf, ich pass immer auf. Als ob ich jemals gestorben wäre in dem Spiel. Die Zombies sollen immer aufpassen, nur dass die richtig auf die Map kommen. Nur. Also passt jetzt eigentlich vom Setup her gerade. Ich spiele jetzt erstmal so. Mache ich jetzt einfach, ich ziehe jetzt einfach so durch. Einfach dick fett durchgezogen. Hört ihr jetzt mit einer dicken fetten Barrett oder einer dicken fetten Raygun Mark II? Mir ist eigentlich die Raygun mittlerweile in Cold War. Die wurde ja irgendwie ein bisschen down gepatcht, aber irgendwie auch wieder hoch gepatcht. Gestöpelt, habe 2K gegen dich gesetzt. Tobbe, ich streng mich so an wie noch nie zuvor in meinem gesamten Leben jetzt. Den Wunsch erfülle ich dir nicht. Ich schütze jetzt richtig rein.
Oh mein Gott, Trickshot! Alle am Flexen, wie sie online die Gegner weghauen, du Zombie-Modus, das ist der wahre Skill. Ah! Nix da, Tobbe, nix da. Freu dich nicht zu früh, Tobbe. Du grinst schon wahrscheinlich gerade vom PC. Denkst du, ah ja, weißt du, gleich habe ich meine Punkte. Aber nein. Aber nein, du. Wir haben Insta-Kill sogar aktiv, sehe ich gerade. Doppelte Punkte noch am Start. So, wir haben genug Punkte für Speed Cola. Barrett ist nice. Barrett ist richtig nice, so. Brauchen wir ewig zum Nachladen, leider. Ich will eigentlich jetzt einen Trickshot machen. Komm ich runter? Jawohl. Ah, toll. Wird hier oben rauf eigentlich. Bei Höhle mit Schmort. Das hier, wir müssen gleich mal gucken, wo denn das Endgame auch überhaupt ist. Geht's jetzt schneller? Hey, es geht schneller, wenn man Speed-Cola hat. Kauf dir doch die Geschwindigkeitscola. Ist schon getan. Nicht mal die Chatnachricht gesehen, trotzdem mitgedacht. Okay, 75.000 Punkte brauchen wir fürs Endgame. Wir haben es auch gefunden, das Endgame. Ach, oh, ist schon nächste Runde, sehe ich gerade. So, wir punchen auch die bald, würde ich sagen. Wir brauchen einfach mehr Schuss. Wenn man nur 5 ist, ein bisschen not so very entspannt. Ah, ne, 10 haben wir sogar. Kann mal schnell brenzlig enden, du. Oh mein Gott, da kommen jetzt echt viele. Haha! Ausgetrickst, der haut sogar ab. Ah, Kino, was geht, was geht? RIP 17, nein, Mann. Niemals RIP, würde ich sagen. RIP Zombies, allerhöchstens. Den sollte ich Mitleid haben. Wobei, der sollte den nicht mal Mitleid haben. Guck dir mal an, was die hier machen wollen. Die wollen mich einfach ansabbern während Corona, Mann. So. Wo ist denn der nächste? Ist Runde 13, aber angeblich sind noch Zombies da. Oder nicht? Oder wie jetzt? Hier vielleicht Easter Egg? Okay, jetzt ist die Runde durch. So, wir haben gleich 5000 zusammen. Nächste Runde punchen wir dann einfach mal. Okay, wir können auch jetzt direkt punchen. Hey, kommen wir doch nicht hoch. Hier kommen wir leider nicht lang. Okay, dann hole ich mir erstmal Stamina ab kurz. Wenn wir den kompletten Weg rumlaufen müssen, kriegen wir das nicht die Runde hin. Derzeit traue ich es mir aber zu, dass ich dann die Punkte wieder zusammen habe zum Ende der Runde. No scope, no scope. Ein RIP 22 muss back. Ich werde hier niemals rippen. Ich werde hier niemals rippen, du. Rippchen werden nie gerippt. Insta. So, ich glaube, das war's. Ich düse auf jeden Fall schon mal rüber. Muss auf jeden Fall nochmal gleich schauen, dass ich auch, oh, ich weiß gar nicht, ob ich mehr Perks tragen kann. Dass ich mir vielleicht, wie heißt es ja, Widow's Wein hol. Witwenwein. Schnell, schnell, schnell. Let's go! Hier, was ein ekelhaftes Visier. So,
So, hier hat jemand draufgekackt wahrscheinlich oder was anderes. Ich will es nicht wissen, um ehrlich zu sein. So, liegt hier noch irgendwie was, was wir gebrauchen können? Nö. Nö. So. Dann kaufe ich ein Doppelfeuer-Malzbier. Werde ich mir auch gleich demnächst genehmigen. Ich habe nur absolut keinen Plan, wo Doppelfeuer war. Oh, hier liegt eine Remington. Ah, die R700 wäre wahrscheinlich auch ganz nice gewesen. Ich glaube mal, so passt es erstmal. Wo war das? War das hier oder wo war das? Ah. Yes, yes. Kaufe ich mir gleich, weil der Chat unbedingt möchte, dass ich mir kaufe, denn... Weißt du, damit nicht, dass ihr Angst bekommt, ihr denkt, dass ich dann verrecke oder sowas. Kaufe ich es mir doch mal. Ich gehe mal nach oben einfach mal. Holy moly, der Spot ist doch nicht so gut, wie ich gedacht hätte. Ich kann aber hier stehen bleiben, so. Mit dem Sniper geht's. Let's go, let's go. Ja, Skill. 360, Tuse hier Doppelfeuer gehen. So, das passt soweit, das passt alles. 75k hierfür. Hier sind sonst keine weiteren Perks. Mit den nächsten 4k hole ich mir dann einfach mal. Wie heißt es hier? Widow's Wine. Ah, ist nice auf der Karte. Und diese extra Bereiche, das ist ziemlich cool gemacht. Also cooler als die andere Karte, finde ich. Speedball hatte zwar auch irgendwie noch einen anderen Bereich gehabt, aber das war nicht so umfangreich, fand ich. Und nicht so geil gemacht. Dass du einfach nur teleportierst, dann bist du in einem neuen Bereich. Hier hast du richtig Bereiche, wo du hingehen kannst. Kannst du einfach die Zombies sammeln. Ja, moin, Doppelpunkte. Doppelpunkte. Ich würde mich eigentlich hier hingehen. Quickscope. Yo, er ist einfach der beste Jumper aller Zeiten. Ja, komm, ich hau auch mal ab. Mal kurz aufmachen. Gucken, was wir hier noch so drin haben. Schön, eine Pistole. Das sind die No-Skill-Plätze, hallo? Das ist voll langweilig. Ja, die hatten natürlich nicht so viele Bereiche wie die anderen. Das ist halt die MW-Map einfach. So, 19.000 haben wir. Aber jetzt heißt es eigentlich Punkte sparen. Aber ein bisschen, wie heißt es hier? Punkte wären noch praktisch. Gibt es noch irgendwo einen Mule Kick? Definitiv, ich brauche ewig. Nuke brauche ich erstmal nicht. Oh, stelle mich erstmal kurz hier ein bisschen hin. Und der Death Machine soll das hinhauen. Alter. Cheat. Alle, please, ein bisschen out mal. So. Nuke. Ach, die ist gerade weg in dem Moment. Ich rückwärts reinrennen wollte. So, was ist der letzte? Das ist noch nicht der letzte. Komm, noch ein paar sogar. Ja. Ah, gönn dir, Lars, gönn dir. So, 7000 Punkte brauchen wir auch zusammen. Das geht jetzt auch immer schneller und schneller und schneller, theoretisch.
Schon eine Runde. Ich kann einfach die hier nehmen, ist glaube ich ein bisschen besser. Haha! Na, ist schon der letzte. Gillette, gönn dir. Ich hoffe, die Schwiegereltern schauen alle mit im Stream. Kannst sagen, hier, ja. Das war zum Beispiel eine krasse Aktion, die das Streamer da gerade gemacht hat. Weil, wenn man sich 360 Grad dreht. Warte mal, erklärt mal 360 No-Scopes, warum die so krass sind für Leute, die nicht Videospiele spielen. Das klingt wie, wie das langweiligste überhaupt wahrscheinlich. Also du drehst dich halt und dann schießt du halt ohne zu zielen und dann triffst du ihn, ne? Ja, und weiter? Ja, das ist halt alles. Das ist das Krasse dahinter, ne? So, das sind Sachen, die man sonst nicht hinkriegt. Hey Mädels, check mal hier hinten den Weg ab, Mann. Why kommt ihr hier rüber, ne? Das ist nicht nett. That's not so nice. Quickscope, Quickscope! Ey! Die Tarnung sieht richtig nice aus. Die sieht richtig fresh aus. Aber ich habe auf allen den Maps sozusagen, diese MW-Maps, sind solche Tarnungen mit drauf. Was ist, ist das eine normale BO3-Tarnung oder was ist das für eine Tarnung für gewöhnlich? Die muss es ja irgendwo geben. Oh, ich check mal die Kiste ab, vielleicht irgendein LMG. Wäre fresh. MAC-10, ne. Eine Raygun Mark II. Die sollte ich eigentlich nicht ausgeben. Weggeben. So, hier ein bisschen Quickscopen. Ich kriege ja leider nicht so viele Punkte auch pro Kill. Das haben wir ein bisschen Nachteil mit dem Sniper. Ich habe eigentlich Waffen, die allgemein nicht so viele Punkte bringen. Death Machine, nice. Nein, er droppt die Nuke. Der Assi, Mann. Geil, dann chillen wir noch kurz. Eine Waffe, mit der man besser Punkte machen kann. Ja, gibt's hier nicht irgendwie einen Mule Kick oder sowas? Die Waffen sind halt gut, um sich aus brenzligen Situationen irgendwie rauszuschießen. Ja, die noch ein bisschen ausnutzen. Na, ich geh nochmal ran. LMG wäre halt echt cooler. Und natürlich, um ein bisschen Waffen durchzutesten. Außer wie. Ja, moin. Geht doch. Lol, what the fuck? Was wird jetzt mal gemacht? Ah! Die Mücke kam im passenden Moment, als ich gerade an die Dings da rangehe. Mit dem Sub um die Ecke. Mit dem frischen Sub. Was? Sechs? Sechs Monate im Voraus einfach. What the fuck? Mücke, dickes fettes Dankeschön. Einfach ein halbes Jahr schon direkt dedicated unterwegs. Ich dachte gerade irgendwie, das wäre tatsächlich irgendwas von der Kiste gewesen. Das war so ein perfektes Timing gerade. Die Waffe ist recht laut. Holy crap. Und nicht so mega stark. Ah, der Fischin! So, let's go. Let's go! So, Runde 22, Chat. Ihr wisst Bescheid, was das heißt. Genau. Top Performance 22. RIP kam doch noch niemals in der Runde, glaube ich. Junge, was ist das für eine laute Waffe? Die ist mir angenehm. Wobei, es geht eigentlich. Minimal lauter vielleicht. Minimal.
So, Runde ist durch. I believe. Turn up. Machen wir noch ein bisschen Practice, noch ein bisschen Ballerina-Übungen. Ach, da. Aber das ist immer noch Runde 22. Das war der letzte gerade. Hey, Annie, Runde 23 geht jetzt instant los. Oh, Trickshot. 360. Nochmal. Doppelte Punkte, her damit. Und ein paar 360 No-Scope, Triple Supremes und sowas am besten. Ah! So. Jetzt aber. Der Trickshot-Boss. Sowas von. Ja, mal komplett verlaufen gefühlt im Jump. Einmal vorm Schuss und nach dem vorm Jump und nach dem Jump einen gekillt mit dem 360. Oder No-Scope, eher gesagt. Okay. Okay. Knebel, vielen Dank für den Prime-Sub. Kuss geht raus. 30.000 Punkte auf den Punkt genau zusammen. Ah, fuck. Oh, da hinten liegt noch Insta-Kill. Na gut, hier einfach random gejumpt. So, ganz viele Zombies jetzt unterwegs. Ah! Nochmal. Schau mal hier hoch. Let's go! Let's go! Bitte helfen Sie mir, ja. Das passt gerade ganz gut. So, Knebel nochmal. Kuss geht raus. Danke für den frischen Sub. Ich wollte eigentlich auch abonnieren, aber ich will nicht aus dem Haus. Kannst auch bequem von zu Hause aus subscriben. Spawn Kill. Let's go. So, Chat, seid ihr bereit? Ja, gut. Halt, stopp! 360, no scope. 360, quick scope. Nächste Challenge. Nee. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Gar nichts. No scope, easy. Wow, 360, quick scope. Ich sollte echt mal die Online-Lobbys auseinandernehmen. Ich glaube aber, das wollen die nicht. Ich werde, glaube ich, gebannt. Ist das eine gemoddete Map? Ja, ist eine Custom Map. Custom Zombies. Every day, every night, yo. So, haben wir noch eine ungepunchte von denen hier. Wir haben noch eine ungepunchte Waffe. Das ist neuer Zombie-Kanal für Unge. Hier, Business und so. Die macht schon krank viele Punkte. Oh mein Gott! Easy! Macht richtig Laune, Mann. Die Karte ist cool. Also einfach so ein bisschen Zombies zu killen, ist das richtig cool. Die Waffen machen Spaß. Kannst hier ja schön 360s machen. So müssen wir mal in Warzone reinpushen, mit den Sniper-Skills hier. Ach, ich krieg immer dann den Nuke, wenn ich auch gerade eine Death Machine hab. Dragon, moin. Ahoi, Lurk, selbst beim Zocken, Support ist kein Mord. Kuss geht raus an der Stelle. Mache ich auch meistens so. Kuss geht raus an alle, die dabei sind, selbst die am Zocken sind, die gerade auch nicht am Zocken sind, die nicht mal einen Twitch-Account haben. Das würde ich auch gegrüßt.
Uts. Uts. Ich bin reich. Ich bin reich. Yo, Mücke, was geht ab? Ich bin reich. Erst mit dem 6 Monate im Voraus-Sub am Start und jetzt Mücke noch mit 5 verschenkten Subs am Start. Mücke, wirklich dickes, fettes Dankeschön. Womit habe ich das verdient? Oh mein Gott. Und Mozi, viel Spaß mit deinen. Donner, viel Spaß auch mit deinen. Und Race Gaming, viel Spaß mit deinen Sub. Säbel, viel Spaß mit deinen Sub. Und Vollzeit-Taco kriegt auch noch einen Sub ab. Mücke, wirklich dickes, fettes Dankeschön. Danke für den Support, mein Junge. Freut mich, dass es dir scheinbar gefällt. Let's go. Ich glaube, das ist der Sniper-Skill einfach. Da kann man nicht widerstehen. Das ist einfach hier. Oh, let's go! Hype-Modus. Einfach hier die tausendfachen Drehungen. Aber mal hier Quickscope. Noch nicht mal, No-Scope einfach. Alter. Let's go. Ja, Sniper-Skill, hallo. Guck mal hier. Der hier. Noch einer. Das sind halt Zombies. Das sind halt viel, ist viel krasser, als wenn ihr Online-Gegner hättet. Schon wieder Death Machine. Gibt es eigentlich eine Death Machine in Warzone als Killstreak oder sowas? Turn up! Vielen Dank für den Follow. Ja, sind wir noch hauptberuflich. Ja, sozusagen ist eins der größeren Einnahme. Also ne, Twitch nicht tatsächlich. Also Twitch ist einer der kleineren. Aber einer der Einkommensströme. Yes. So, Instakill ist am Start, das heißt, ich nutze einmal ein bisschen das LMG mal zur Abwechslung. Kein Sniper-Skill hier. Hey, so ein bisschen. Ah, ja, 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 krieg dann nochmal einen auf die Fresse, let's go. Kriegst auch einen auf die Fresse, let's go, Digga, let's go. So. Runde durch? Nein, doch nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nächste Runde sogar schon. So, 52.000. Doppelte Punkte noch am Start. Hä? Ich hab irgendeinen Perk bekommen, glaube ich. Einfach Electric Cherry bekommen. Random. Nuke am Start. Ich hol dich mal kurz. Bisschen entspannen. Wenn ich jetzt nicht mehr folge und dann wieder auf Folgen komme, kommt dann nochmal das Soundbiz folgen. Ich glaube nicht, nee. Wenn, dann müsste es wahrscheinlich eine sehr, sehr lange Zeit dazwischen sein. Aber wenn du jetzt einfach entfolgst und wieder folgst, dann geht das nicht. Was ist das hier? Die Striker 45. Ich habe keine Ahnung, was die Striker ist, um ehrlich zu sein. So, 63.000 Punkte haben wir zusammen. Wir brauchen 75.000 Punkte. Das ist hier wirklich eine super Snipe-Runde. Nicht nur mit Trickshots aus der Hölle. Also, weil es so krasse sind, natürlich. Mit No-Scopes, alles am Start. Dick, fett, Barrett. Nuke am Start. Können wir nochmal Max-Ammo, let's go! Könnt ihr auch mal nachladen, die ist sogar schon nachgeladen. Ist die UMP aus IW. Direkt hast du dazugelernt. Videotitel auf 2-Kanal, dann der snipende Boss auf Strike. Heißt die nicht Steam Strike? Stack, glaube ich, ja. Ja, ich mache, glaube ich, der snipende Boss.
Sieht man das? Ich hoffe es. Jetzt lade ich sogar heute hoch. Sniper-Gameplay muss reinpushen. Das letzte Ding auf Speedball kam auch richtig gut an, tatsächlich. Solche Maps werden zum Beispiel besser, also durchgehender geklickt. Ich glaube auch von der Viewerzahl her waren die ganz gut, aber auch so rein jetzt, also finanzielle Aspekte kann man auch mal dazu berechnen. Die Leute schauen das länger. Also sind durchgängig dran. Da ist so ein konstantes, die Leute schalten nicht ab. Warum weiß ich überhaupt Namen von Waffen aus IW? Das frage ich mich auch. Das ist wirklich beunruhigend, dass man IW-Waffen auswendig kennt. Das war schon da. Was ist das hier? Die G18. Das haben wir schon. Ja, Zombies. Was ist da los? Ach, Hunderunde ist am Start. Bin ich nicht erwischt? Alle weg, Quickscopen hier. Na, wer will noch Stress? Turn up, genau. Stress für alle gibt's jetzt. Ja, was jetzt? Ah! Ist er mich angehittet? Ey, kommt der noch einmal her? So, schnapp uns das. 4000 Punkte fehlen noch. Also sollten wir hoffentlich im Laufe dieser Runde das schaffen. Ich habe jetzt jedes Video auf dem zweiten Kanal komplett geguckt. Oha. Das ist der aktive Support. Will ich mal sagen. Kuss geht raus. Da freue mich auch allgemein, wie gut der zweite Kanal läuft. Wie gut auch die Videos da ankommen. Beziehungsweise die Wiederholungen sind es ja im Endeffekt eigentlich nur. Aber es ist nice. Ich frage mich halt echt, warum ich sowas nicht schon viel früher gemacht habe. Detti, was geht? Was geht? Hier ein Quickscope nach dem anderen. So, Punkte sind gleich voll. Oder alle, die wir gebraucht haben zumindest. Volle Punkte gibt's hier nie. Genau, Turn Up können wir gleich machen, tatsächlich. Guter Einfall, der auch immer gerade gefollowt ist, in dem passenden Zeitpunkt, als ich drüber nachdenke, abzuturnen. Quasi das Turn-Up-Game zu machen. Turn up. Genau. Turn up, wie lange für den Follow? Puss, geht raus. So, da müssen wir eigentlich alles jetzt zusammen haben, glaube ich. Junge, wie viele sind das hier noch? Das war's jetzt aber, oder? Das ist jetzt der letzte. Hier, wir machen die Tür auf, dann haben wir alle Türen geöffnet auf der Map und wir können die Map abschließen. Chat, eins in den Chat, wenn ihr immer dran geglaubt habt. Was die meisten getan haben. Kuss geht raus. Abgeschlossen. Null Downs. 300% Skill. 7528% Geschwindigkeit sogar.